Ich begrüße Sie, liebe Fußballfreunde, zum ersten Spieltag in diesem speziellen Jubiläumswettbewerb, der in diesem Jahr gleich in mehreren europäischen Ländern stattfindet und damit symbolisch für die gesamte europäische Fußballgemeinschaft steht. Auf uns wartet ein ganzer Monat voller Adrenalin und Emotionen pur bei diesem sportlichen Wettkampf um die europäische Krone. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Und bevor es losgeht, erheben sich die Leute hier im Stadion für die Hymne. Pure Emotionen. Also schlagen wir die erste Seite im ersten Kapitel dieses ganz besonderen Turniers auf. Tja, wir befinden uns jetzt natürlich in einer Phase der großen Ungewissheit. Dieses Turnier, dem wir so entgegengefiebert haben, fängt an. Und ich bin mal gespannt, wie beide Mannschaften mit dieser Drucksituation da unten auf dem Rasen umgehen. Der Ball rollt. Dusan Tadic. Kalajabek. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Gerade noch so den Fuß in die Tür bekommen. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Nee, den verliert er an. Lajic. Der kommt weit nach vorn. Mitrovic. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Schick. Matic. Savic. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Einfach nach vorne geschlagen. Savic. Ein schwacher Pass. Einfach mal lang nach vorn. Er serviert ihn. Schick. Der letzte Tick fehlt. Serbien. Auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Matic. Lajic. Physisch enorm präsent. Wen findet er? Wen spielt er an? Lajic. Matic. Mitrovic ist das. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen.
Tschechien versucht, das Spiel ziemlich in die Breite zu ziehen. Ja, das sehe ich auch. Aber was ist der Sinn dahinter? Ich glaube, sie wollen die kompakte Formation des Gegners auseinanderreißen, indem sie die Spieler, ich sag, Fick, stark gehalten. Da kannst du dem Stürmer überhaupt keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, der hat's gut gemacht. Aber das, was der Keeper auf der Linie abliefert, das ist Extraklasse. Und er schießt. Lajic. Den Ball weit rausgehauen. Er versucht mit dem langen Pass, aber der muss präziser kommen. Nee, da ist schon wieder Endstation. Der Ball wird länger und länger. Ball über der Linie, Einwurf. Mitrovic. Tadic gewinnt den Ball für sein Team zurück. Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Schick macht das Spiel gut breit. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Klare Sache, das muss gelb geben. Und davon. Mitrovic gibt einfach nie auf. Diesmal haben sie ihn aufgehalten. Schick wird hier klar gefault. Buschbauer. Mitrovic. Buschbauer. Und einfach das Bein reingestellt. Mitrovic. Da kommt. Ja, das muss man schon abpfeifen. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Jetzt sollte er mal langsam auf Dusan Tadic. Am Tor vorbei. Die Aktion eigentlich klasse, aber ihm geht die Effektivität ab. Buschbauer. Buschbauer. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Lajic. Lajic. Mitrovic ist das. Buschbauer. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Macht er den? Ganz simpel, einfach nach vorne. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Er ist vorbei. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Die Gefahr ist erstmal vorbei.
Matic. Mitrovic mit der Möglichkeit. Aber astrein vom Ball getrennt. Immer wieder wird die Tiefe gesucht. Jetzt ist was möglich. Savic. Mitrovic. Physisch enorm präsent. Und jetzt erstmal Luft holen. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Mitrovic ist das. Noch so geklärt. Jetzt aber. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Was für ein dicker Klops. Matic. Da ist die und ein Schuss. Für Serbien. Das erste Tor in dieser Partie ist gefallen und es trifft Serbien. Experimente vor dem eigenen Tor, die gehen nie gut. Genau so haben sie sich das vorgestellt. Den Gegner früh unter Druck setzen, die Kugel erobern und dann alles richtig machen. Sie haben es getan und das ist das Tor. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Dusan Tadic. Mitrovic. Mitrovic. Das kann man sich doch angucken hier. Er versucht es mit dem flachen Ball, aber die Richtung stimmt nicht so ganz. Kadarzabek. Mitrovic ist das. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings in Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Serbien geht mit dem 1:0 in die Pause. Das Spiel ist aber noch nicht gewonnen. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Serbien führt nur mit einem Tor. Erst auf und Mitrovic. Ja, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Sie spielen sich schon in einem kleinen Rausch. Absolut beeindruckend. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen, aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Und damit steht's 2:0. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt müssen Sie das Ding nur noch nach Hause fahren, indem Sie entweder einen Treffer nachschieben oder hinten dicht machen. Bin gespannt, für welche Strategie Sie sich entscheiden. Nein, das wird nichts, wobei es ja ganz vielversprechend aussah.
Lajic gewinnt den Ball für sein Team zurück. Mitrovic, gefährlich! Er ist nicht vom Ball zu trennen. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Schick, da verheddert er sich. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Könnte was werden. Junge, Junge, da fackelt er nicht lange. Knapp vorbei. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht. Aber er hat es nicht gut genug gemacht. Matic. Tadic. Das ist Antizipation. Darida. Huschbauer. Es geht über die rechte Seite. Mitrovic ist das. Huschbauer. Und das war's schon wieder. Rüber nach rechts. Lajic mit der Möglichkeit. Darida. Mitrovic. Das ist Lajic. Und dann ist er weg, der Ball. Darida. Und ab geht die Post. Mitrovic. Kolarov holt ihn sich wieder. Mitrovic ist das. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Matic. Da ist Matic. Und beinahe hätten sie dafür die Quittung bekommen. Ganz aggressives Pressing. Und der Stürmer macht klasse mit. Er erobert den Ball, aber er macht ihn nicht rein. Kadarzabek. Mitrovic mit der Möglichkeit. Mitrovic! Ähnliche Situation wie vorhin, aber auch das ähnliche Ergebnis. Sie machen wirklich vieles richtig, aber eben nicht alles. Denn das, was hier überhaupt nicht passt, das ist der finale Moment des Abschlusses. Matic.
Matic. Jetzt könnte was gehen. Matic. Mitrovic. Nemanja Matic mit der Chance. Ins Abseits gelaufen. Der Torhüter haut ihn weit raus. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Matic. Da tankt er sich durch. Physisch enorm präsent. Mitrovic mit der Möglichkeit. Huschbauer. Ab auf die linke Seite. Maximovic hat seinen Gegner klar erwischt. Knallhart verteidigt. Das ist Lajic. Matic. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Tadic. Perfekt antizipiert. Einfache, aber sinnvolle Rettungstat. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Der geht weit. Da ist die Chance. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Schick. Er zieht durch. Schöne Chance, aber fatal. Das ist die alte Weisheit. Wenn du die Tore nicht machst, dann hast du ein Riesenproblem. Sie liegen klar zurück. Sie müssen bald treffen, wenn sie hier noch was reißen wollen. Sie lassen dann nichts anbrennen. Da braucht der Schiedsrichter nicht lange überlegen. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment.
Und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Savic. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Da geht er durch. Sie sind noch nicht durch, aber... Mitrovic! Da ist es passiert! Das müsste es eigentlich gewesen sein. Heimlich, still und leise, sich von allem weggeschlichen. Einen mit seinen Qualitäten darf man so nicht freistehen lassen. Wenn der Pass dann so stark kommt wie in dieser Situation, dann ist der Rest vorprogrammiert. Und damit dürften die Dinge hier komplett geklärt sein. Maximovic holt ihn sich wieder. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Und er zieht ab. Irre ist der reaktionsschnell. Tadic. Er wählt den Weg. Abschluss! Fast wäre es noch passiert, aber auch eben nur fast. Aber da kommt der Schlusspfiff. Die ersten drei Punkte hat man in der Tasche nach diesem großartigen Spiel. Das, wovon Sie geträumt haben, jetzt ein bisschen Rückenwind und dann werden Sie auch durchmarschieren. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank natürlich auch an Hansi Küpper. Ich habe zu danken, Marco.